Die drei Gesichter des Jakob Salam. Arbeiter, Familienmensch, Profiboxer. Doch bei allem Fleiß, eines fehlt dem Westerwälder. Anerkennung, aber der Reihe nach. Jakob der Fräser. Der Fräser, eine durchaus gewollte Anspielung. Der Amerikaner Joe Fräser war eine Boxlegende im Schwergewicht. Der Westerwälder Jakob Salam ist auch im Schwergewicht aktiv und arbeitet als Fräser bei der Maschinenbaufirma Strunk in Langenbach, tief im Westerwald. Seit 1996 arbeitet Salam hier in einer sehr familiären Atmosphäre, wie er sagt, und dass er sich hier wohlfühlt. In zwei Schichten wird gearbeitet. Es geht entweder morgens um 6 los oder nachmittags um 3. Hiermit verdient Salam seinen Lebensunterhalt, ernährt er seine Familie. Jakob, der Familienmensch. Mit 12 Jahren kommt Salam aus der Türkei nach Deutschland. Vom Onkel adoptiert geht es nach Kirchen mit 7 Kindern. In der Türkei hatte er nach der 5. Klasse die Schule abgebrochen. Er musste seine Großeltern pflegen. Verdiente zudem Geld in der Autowerkstatt des Onkels. Da war er nicht mal 12 Jahre alt. In der Heimat fehlte die Perspektive. Deshalb ging es nach Deutschland. Schon früh musste Jakob sich durchboxen. Und er tut dies bis heute. Die Familie hilft dabei. Frau Heike, Sohn Jascha. Ein schönes Häuschen in Dreisbach. Die Salams leben herrlich spießig und typisch deutsch. Und doch gab es Vorbehalte. Salam, ein großer Kerl, der gefährlich aussieht, kaum lächelt und auch noch boxt. Es brauchte seine Zeit, bis aus Fremden Freunde wurden. Ich bin ganz lieber Mensch, Familienvater, glücklich. Und also die sollen mich nicht von außen betrachten. Die sollen einfach mit mir kann man schon reden. Ich esse keine Leute. Ich bin ein ganz normaler Mensch. Einer, der schon immer gerne sportlich aktiv war und erst mit 28 zum Boxen kam. Ich habe erst Fußball gespielt im Weißen Feld. Bezichtiger, 7 Jahre habe ich Fußball gespielt, da hatte ich ein Problem mit meinem Meniskus. Und dann habe ich mir andere Herausforderungen gesucht. Jakob, der Profiboxer. Salam begann mit Fitnessboxen, doch irgendwann wollte er Gegner und nicht nur fit sein. Über einen Tipp lernte er den Koblenzer Trainer und Promoter Detlef Loritz kennen. 10 Jahre ist das jetzt her. An die Worte von Loritz nach seinem ersten Training, in dem er gegen die etablierten Profis eine Menge einstecken musste, erinnert sich der Boxer noch heute. Der Junge, weil der auf die Birne gekriegt hat, der kommt der nächste Tag bestimmt nicht hierhin. Aber ich war so, Elan habe ich, nächsten Tag bin ich da hingekommen, habe ich gesagt, wer ist der Nächste? Und das hat den Detlef beeindruckt, hat gesagt, boah. Salam will endlich als Profi in den Ring. Loritz bremst, macht zunächst Amateurkämpfe aus, um Erfahrungen zu sammeln. Wir sind gefahren nach München, nach Hamburg und da haben die Gegner mich gesehen, haben gesagt, nö, gegen den boxe ich nicht. Und dann habe ich den Detlef gesagt, ja, Detlef, ich bin 28 Jahre alt, wie lange soll ich diesen Mist noch machen? Immer Absage dahin, gib mir mal einen Profikampf, ich habe nichts zu verlieren. Zunächst war der Trainer skeptisch, ließ sich dann aber überreden. Sein erster Profikampf war schon in Runde 1 vorbei, der Gegner ausgenockt. Es folgten 10 weitere Siege, kaum ein Gegner stand länger als 1 oder 2 Runden gegen den Westerwälder im Ring. Heute ist er die Nummer 6 der deutschen Rangliste, die Nummer 80 der Welt. 36 Kämpfe, 33 Siege, davon 30 Knockouts, nur 3 Niederlagen. Unter anderem nach Verletzung gegen Manuel Char und nach großem Kampf gegen Olympiasieger Solis. Ich habe alles gegeben. Ich habe wirklich, wenn ich mache, habe ich gegeben. Und ich habe mir das verdient gegen Olanier zu Solis. Warum denn nicht? Ich habe dafür jetzt hart gearbeitet. Die haben viele gefragt in Deutschland, wollt ihr gegen Solis boxen? Die Profi, die möchte gerne Profi, die haben alles Nein gesagt. Ich habe gesagt, ja, ich boxe, weil ich ein Kämpfer, ich bin Kämpfer, durch und durch Kämpfer, habe gemacht. Die Big Player der Branche wissen Monate im Voraus, wann sie kämpfen. Bei Salam kann es ein Anruf sein und eine Woche später steht er im Ring. Immer fit sein, immer kampfbereit sein, ein Leben voller Kompromisse, um Profi zu sein auf Abruf und das mit 38. Mein Trainer sagt, solange du dich motivieren kannst im Training, solange du noch ehrgeizig bist, da gibt es keine Grenze zu. Aber ich habe meine Frau versprochen, dass ich vielleicht bis 40 noch mache, dann ist Schluss. Dass er aus der Region kaum bis keine Sponsoren und Unterstützer findet, daran hat er sich längst gewöhnt, obwohl er schon live bei Eurosport geboxt hat. Viel größer aber ist bei Jakob Salam der Wunsch nach Anerkennung. Was ist denn im Leben leicht?
Ich möchte nur sagen, die Kinder, die sollen mich einfach Vorbild. Was ich hier gemacht habe, ach, es war mal eine Boxer aus Westerwald. Der war ehrgeizig, der hat 8 Stunden geschafft und hat hier gemacht. Ein Respekt. Und wenn die mich, Geld ist nicht alles in meinem Leben. Geld ist für mich auch nicht alles. Aber ein Erfolg, ein Respekt, den kann man nicht kaufen. Und die sollen mich einfach, was ich gemacht habe, einfach sagen, Mann, Hut ab. Der Mann hat schon was gemacht. Das würde mich freuen. Am 28. März boxt der Westerwälder mal wieder in der Region beim Profi-Boxabend des Koblenzer FLP-Teams in der Stadthalle in Ransbach-Baumbach. Eine volle Halle und Applaus. Das alleine würde schon reichen, den Boxer, Familienmenschen und Arbeiter Jakob Salam glücklich zu machen.